look good, but you look better. Wie vor jedem Video eine kleine Abstimmung. Und zwar ist dieses Mal, ob ihr lieber süße Snacks wollt, dann zeigt mir das doch mal mit einem Daumen nach oben, also Schokolade etc. Oder eher salzige Snacks, sowas wie Chips oder so, dann mit einem Daumen nach unten. Ich bin mal ganz gespannt, was die Mehrheit von euch zu sagen hat. Also vergesst nicht abzustimmen. Süß, Daumen nach oben, salzig, Daumen nach unten. Und damit hey und ganz herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute gibt es endlich mal wieder ein weiteres Back-to-School-Video. Woo! Und zwar habe ich heute für euch ein paar Back-to-School-Candy-DIYs. Oh mein Gott, ich habe mich so gefreut auf dieses Video. Und ich habe das teilweise im Urlaub abgedreht. Also mega coole Hintergründe, ihr habt schon gesehen im Intro. Wenn ihr Back-to-School-Videos mögt, beziehungsweise genauso liebt wie ich, dann schaut doch gerne mal in meiner Back-to-School-Playlist vorbei, die ich dir dort oder dort bei dem i verlinke. Denn dort habe ich wirklich schon zahlreiche Back-to-School-Videos online hochgestellt. Und es werden auch noch mega, mega viele kommen, weil jetzt momentan meine Back-to-School-Reihe läuft. Deshalb würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du mich dabei unterstützt und meinen Kanal abonnierst. Und sogar auch die Glocke aktivierst, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Und auf jeden Fall bei der Playlist vorbeizuschauen und dir auch da die zu aktivieren, damit du jedes Mal eine Benachrichtigung bekommst. Oh mein Gott, schaut euch das mal an. Wie cute ist das bitte? Einfach so ein kleines Süßigkeitenheftchen. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Let's go! Fangen wir an mit den Candy DIYs. Dafür braucht ihr erstmal verschiedene Süßigkeiten. Ich habe mich dafür jetzt für eine Tafel Schokolade, M&M's und Smarties entschieden. Fangen wir aber mit den M&M's an. Als erstes müsst ihr die Tüte ganz vorsichtig aufschneiden. Das macht ihr am besten, wie gesagt, mit einer Schere und dann ganz, ganz dünn oben am Rand abschneiden, dass ihr halt noch möglichst viel von der Verpackung habt und die nicht kaputt ist. Dann müsst ihr den Inhalt erstmal in eine kleine Schale leeren, damit wir die Tüte benutzen können. Und ich weiß, es ist verlockend, aber auf keinen Fall das Ganze auf einmal essen. Das ist nicht gut. Ihr könnt das Ganze in einfachen Brottüten oder Tupperdosen aufbewahren und das Ganze dann später essen und euch aufteilen. So, mit der leeren Tüte können wir jetzt weiterarbeiten, aber da das Ganze von innen noch ziemlich klebt, solltet ihr das erstmal von innen auswaschen und den Zucker somit abmachen. Und jetzt geht es um den Verschluss. Da habe ich einmal Klettband, da braucht ihr immer zwei passende Gegenstücke. Die habe ich vom Teddy für 1 Euro in schwarz und damit könnt ihr das Ganze dann verschließen. Die kommen dann eben oben und unten jeweils an eine Seite. Da, darin könnt ihr dann euren Kleinkram aufbewahren, zum Beispiel Stifte. So, das Ganze machen wir jetzt doch mit einer anderen Tüte, und zwar mit Smarties. Da müsst ihr das Ganze erstmal wieder ganz, ganz dünn abschneiden, so wie bei der M&M-Tüte, dass ihr möglichst wenig Verlust habt und eben noch möglichst viel von der Tüte über. Ihr lädt die ganze Tüte aus und macht die einzelnen Smartie-Packungen leer, denn die brauchen wir jetzt. Ihr leert das Ganze jetzt also aus und könnt das auch irgendwo aufbewahren, in Tüten abfüllen oder auch einfach so snacken nebenbei. Macht auch ganz viel Spaß beim Basteln, immer was zu snacken. Ja, jetzt widmen wir uns den einzelnen Packungen. Die haben schon die perfekte Form und Größe. Jetzt könnt ihr euch verschiedene Sachen, die auf eurem Schreibtisch rumlungern und rumfliegen und keinen festen Platz haben, nehmen und damit die kleinen Schachtelchen befüllen. Das ist nämlich super cool, weil die Schachteln an sich eigentlich auch schon mega süß aussehen und voll klein sind. Und mega süß zu verstauen. Und so findet ihr jetzt nämlich alles, was auf eurem Schreibtisch rumliegt. Seien es Büroklammern, Reißzwecken, Tintenpatronen, Radiergummis, USB-Sticks, Post-its. Was auch immer auf eurem Tisch alles so rumfliegt. Das hat jetzt einen Platz, ein Zuhause. Und natürlich könnt ihr die Packung auch wegschmeißen. Oder ihr macht das jetzt, wie ich es weitermache. Ihr müsst die Packung jetzt an den Seiten aufschneiden und das Innere dann mit Duct Tape umhüllen bzw. Klebeband, weil die Packung an sich so viel zu dünn ist. Ihr könnt euer Mäppchen natürlich auch mit Filzbögen auskleiden. Ich habe meins jetzt für Teddy von 2 Euro. Und ja, habe ich auch noch Reißzwecken zum drin verstauen. Und anstatt Klettband könnt ihr natürlich auch solche Reißverschlüsse verwenden. Die könnt ihr einfach an beiden Seiten dran kleben mit Heißkleber oder dran tackern. Klappt auch mega gut. Und darin könnt ihr dann ganz vielen Kleinkram drin aufbewahren, zum Beispiel Post-its.
Oder aber ihr nutzt es als Aufbewahrung für viele kleine Smarty-Schachteln. Die sehen nämlich zuckersüß aus und darin könnt ihr, wie gesagt, all eure Sachen drin sortieren und aufbewahren. Zum Beispiel Reißnadeln, Jetzt Buchstaben, auch ich Radiergummis wieder. habe ich jetzt von Kicks sind meine. Oder eben Tintenpatronen und Post-its. Im nächsten DIY geht es jetzt um einen Schokoladenblock. Dafür habe ich mir jetzt eine Rittersport-Schokolade genommen. Die müsst ihr jetzt erstmal auspacken, aber vorsichtig, dass die Hülle nicht kaputt geht und nicht beschädigt wird. Das geht ja bei Rittersport ganz gut. Und weil das von innen noch ziemlich dreckig ist, müsst ihr die ganze Schokolade jetzt erstmal abwaschen, damit man damit auch weiterarbeiten kann. So, wir kümmern uns jetzt erstmal um die Blätter unseres kleinen Notizbüchleins. Und so habe ich dafür einfach einen alten Block genommen und die Schokolade draufgelegt in der Form, die ich sie brauche. Da habe ich mich für dieses Viereck entschieden. Da habe ich jetzt erstmal die Packung zerschnitten und das Ganze dann draufgemalt, umrandet und eben in dem Maß ausgeschnitten und umrandet. Das klappt, wie gesagt, am besten mit einem recht alten Block, weil er dann nicht allzu dick ist. Und jetzt habt ihr wenigstens ein paar Blätter da drin. Und das gleiche habe ich euch dann nochmal gemacht für die Vorderseite. Das heißt, ich habe jetzt zwei Pappteile und eben den Mittelteil. Und die zwei Pappteile umhülle ich jetzt mit der Vorderseite der Schokolade. Hinten einfach mit Tesafilm befestigen oder auch doppelseitiges Klebeband. Und die Hinterseite, für die Hinterseite habe ich das auch nochmal gemacht. Und da habe ich hinten diese Inhaltsangaben draufgeklebt sozusagen, beziehungsweise dieses quadratisch praktisch gut. Fand ich ganz lustig, das da hinten zu kleben. Und ja, wie gesagt, ihr seht, ich habe es einfach mit Tesafilm befestigt. Und jetzt geht es darum, die Sachen auch noch zusammenzubringen. Und dafür habe ich von Leitz eine Ringbuchmaschine. Die müsst ihr nicht kaufen. Ihr könnt das Ganze natürlich auch einfach mit Tesafilm irgendwie befestigen am Rand. Ja, dafür habe ich dann eben noch dieses Ringlein, was das Ganze am Rand zusammenhält. Und die ganzen Sachen müssen jetzt erstmal gelocht werden. Dafür steckt ihr das Ganze einfach erstmal rein. Am besten macht ihr erstmal das Papier. Habe ich das gelocht und dann habe ich die zwei Pappen nochmal einzeln gelocht. Das klappt echt super gut, auch mit mehreren Blättern. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr nicht zufällig eine Ringbuchmaschine zu Hause habt. Ich habe die mir mal zu Weihnachten gewünscht. Ich bin echt zufrieden, dass ich die habe. Und ja, ihr könnt das natürlich auch einfach mit Tesafilm zusammenbinden oder einfach lochen und dann mit Wolle zusammenfädeln. Ja, ich habe das Ganze jetzt erstmal diesen Ring, diese Seitenspirale aufgefädelt, aufgespannt und dann die einzelnen Zettel reingelegt. Das ist natürlich erstmal eine ganz schöne Fummelarbeit, die ganzen einzelnen Zettel da reinzubekommen, weil natürlich nicht gleich alle Löcher funktionieren und da muss man ein bisschen rumprobieren. Aber es geht im Endeffekt eigentlich doch ganz gut. Wenn dann alles drin ist, müsst ihr das Ganze einfach nur noch zusammenrollen und dann ist es schon fest. Ich habe da jetzt von Anfang an eine etwas längere, also so eine Restspirale genommen, sonst wären die halt noch länger. Und ja, das obere müsst ihr einfach abschneiden. Mein fertiges Notizbüchlein habe ich dann auch noch mit Tesafilm fixiert und ich bin super, super zufrieden damit. Und es sieht einfach mega süß aus. Und da drin habe ich mir eine Seite mit Post-its fertig gemacht, damit ich die dann immer verwenden kann und dort nutzen. Das nächste DIY werden ganz kleine Pinnwände. Und so habe ich dafür einfach Topfuntersetzer aus Kork genommen. Die habe ich vom Teli für nur 1 €. Dazu habe ich dann noch Geschenkpapier vom Rossmann. Das fand ich ganz, ganz schön im Dschungeldesign. 90 Cent, 99. Und ja, das Geschenkpapier umzählt hier einfach den Untersetzer und macht das Ganze hinten zusammen mit Tesafilm, was auch immer, so dass es halt von vorne so aussieht. Und da, so sieht dann das fertige Ergebnis aus. Ihr könnt das einfach als Pinnwand nutzen, indem ihr einfach kleine Post-its dran klebt und dort eure To-Dos aufschreibt. So, das war's mit meinen Candy DIYs. Oh mein Gott, was davon ist euer Liebling? Schreibt es mir unbedingt in die Kommentare. Vergesst auf keinen Fall abzustimmen mit einem Daumen nach oben für süße Snacks und einen Daumen nach unten für salzige Snacks. Wie gesagt, ich bin super gespannt, was von euch die Mehrheit sagen wird. Wie gesagt, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und auch die Glocke aktiviert, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, hab euch. I look good, but you look better.
Girl, when you rock my sweater, look good, but you look better. Girl, when you rock my sweater.